Hey Leute, willkommen zurück zu Observer. Wir haben letztes Mal die Quelle des ganzen Lärms gefunden. Das war ein armes Schweinchen und das... Ach Gott, ich hab's erlöst. Das tat mir einfach leid, das Vieh. Naja. Guck mal hier. Nothing that is observed is unaffected by the Observer. Nichts, das observiert wird oder beobachtet wird, ist unbeeinflusst vom Observer. Vom Beobachter oder Observierer halt, ne? Okay. Ich merke schon, hier ist ganz schön irgendwas im Argen. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ist das ein Tonstudio? Alter. Was ist denn hier los? Sag mal. Was wird hier aufgezeichnet? Haben die... Das ist doch kein Porno-Kino oder so, ha? Irgendwas haben die hier aufgenommen. Ich würde nur gerne wissen, was. Ich kann ja auch nichts mehr aufheben. Also bisher weiß ich noch gar nicht so ganz, sind das wirklich Monster oder sind das alles nur Menschen? Weil es ist bisher noch nicht wirklich etwas Unheimliches aufgetaucht, oder? Es waren immer nur solche Eindrücke, die wir gesammelt haben. Nichts, was uns wirklich jetzt angegriffen hätte. Da bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, Leute. Das ist alles hier mehr Schein als Sein, glaube ich. Dem haben wir ja schon gesprochen. Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus, ist die Frage. Ich glaube, hier habe ich dann aufgehört, ne? Also hier habe ich dann nicht weitergemacht, da bin ich zurückgegangen. Charin ist das Problem, nicht die Lösung. Das glaube ich nämlich auch. Ach nee, hier bin ich hergekommen. Da habe ich angefangen. Und hier ging es ja nicht weiter. Ja. Da kam ich gar nicht mehr raus jetzt. Nicht lizenzierte Modifizierung entdeckt. Ich glaube, das ist hier ganz normal, dass die Leute irgendwas nicht lizenziertes benutzen, oder? Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Hier ist bestimmt auch irgendwas wieder modifiziert. Nee, doch nicht. Ja, da muss es jetzt irgendwo hier weitergehen. Wahrscheinlich dann einfach weitergehen und nicht zurücksehen. So, hier war ja das Schwein. Das Schwein. Und hier ging es auch nicht weiter. Warum war nur diese Bude? Es ist total verwirrt hier. Und das ist wirklich ein Labyrinth. Genau, hier war das. Oh Gott, Leute, ich bin total durcheinander hier unten. Nicht schön hier unten. Genau, hier war das. Da war irgendwann das Schwein. Nee, hier habe ich aufgehört. Hier habe ich rumgedreht. Ach Gott, Leute. Ja, wenn man mal ein bisschen nicht spielt, ne? Es ist alles wieder weg. Layers of 4. Ja, das sind die Macher von Layers of 4. Wusste ich gar nicht mehr so aus dem Kopf raus. Es ist recht interessant, wenn man überlegt, dass auch da schon so komische Effekte drin waren. Aber ich finde es hier leider ein bisschen zu viel manchmal. Die haben es ein bisschen zu sehr übertrieben. Doch, doch, bin ich der Meinung. Man hätte echt ein bisschen weniger, das wäre dann vielleicht auch mehr gewesen von diesen ganzen Störeffekten. Mir geht es halt echt schon ganz schön an die Materie manchmal, dieses... Aber nicht im Guten, dass man sagt, haha, das hat dich jetzt geschockt. Nein, es ist mehr so ein bisschen nervend. Wenn die ganze Zeit was krisselt und flackert und... Oh. Ich meine, so reicht es ja, wie es jetzt ist. Das ist doch perfekt. Wieder die Musik. Bin ich rein. Diese Geräusche immer, das ist so unangenehm. Auch unangenehm, dass es hier nicht weitergeht. Karen ist Mushroom. Ne, Cross ist Mushroom? Was ist der Pilz? KPD, I need to ask you some questions. You shouldn't be here. Oh
Okay. Why would you say that, ma'am? No, he'll see you. He doesn't like me talking to other men. Does he have a name? Please, just go away. He'll get mad if he hears us. Has he mistreated you in any way? Has he hurt you at all? You know, if we need to, we can take care of him right now. No, he's just overly protective. I'm his first, you know? Oh God. Oh God, I shouldn't have told you that. You don't sound fine. Is this man home now? He's always home. He's in the walls. Please, just go, or we'll both be in trouble. Ma'am, I really don't want to leave you like this. It's all right. I am where I want to be. Wonderful. Aren't we having a mad fucking tea party? Ja, in der Tat, haben wir wohl. Okay, dann lasse ich sie halt allein, die verrückte Nudel. Wenn dir das besser gefällt, dann soll es so sein. Alle bescheuert hier, ne? Die ganzen Leute sind bescheuert. Ja, ich habe leider keinen Code. Kann ich das hacken? Hm, okay. Wäre der Wahnsinn, wenn ich jetzt alle rauskriege, ne? Ja. Nee. Okay, aber das ist jetzt nicht schwierig. Weil... Hier. 4004. Yay, ich bin wieder frei. Oh, klasse. Also in den Keller will ich nicht nochmal, das ist echt krank. Der Tunnel hat mich unter das Gebäude geführt. Ich muss einen Weg durch das Labyrinth finden und zurück in die oberen Etagen kommen. Vielleicht ist hier jemand. Ja. Jemand? Was zum Geier? Was? Das ist doch krank, oder? Das ist doch immer dasselbe. Ich hab wieder so ein PT-Ding hier, Mensch. Hier, das ist neu. Kann nicht echt sein, oder? Okay, ich krieg keine Nachricht darüber. KPD, state your business. Your well-being. Jack shit. Yes. And no. What do you think? What's this about? Why, you, of course. It's always about you, isn't it? Don't fuck with me. That's not why I'm here. It's time to move on. I'm feeling obnoxious. What is it, dear? The macabre. Yes. Ist eine Frau, oder? I have the right to remain silent. Anything I say can and will be used against me in court of law. Uh-huh. I have the right to an attorney. Do I understand my rights? Fuck yeah. Let's skip this part, okay? Das gefällt mir. Is this an interrogation? Is that so hard to imagine? Talking to the wrong guy. Are you sure? Take a hike. Will not. Will do. Will not. Game over. I got your number. I'll be back. Our paths will not cross again, Dan. Try not to think about her.
it won't bring you peace. This intercom is offline. Please contact the building manager. Das ist aber schade. Oh, dieses Flackern im Sichtfeld. Warte mal, wie viel. Ich gebe mir mal, glaube ich, eine Ladung. Yes. Synchrosine injected. Strain level decreased. Trotzdem ist alles noch so verschwommen. Die ganze Zeit weint hier jemand. Bin ich endlich raus hier? What the hell? I need to find whoever owns that tattoo parlor. Ist immer alles so verschwommen und unwirklich, oder? Kommt mir das nur so vor? Nee, die Frames sind soweit okay. Mach den Besitzer des Tattoo-Studios ausfindig. Wem auch immer dieses Tattoo-Studio gehört, er hat eindeutig mit diesem Chaos zu tun. Jemand muss wissen, ob er in der Nähe wohnt. Ja klar, dem gehört doch das Geschäft, wo die ganzen... Also das Geschäft, der, dem gehört die Wohnung, wo diese ganzen Organe rumlagen. Und die Haut und so weiter. Geh mal an den PC gucken, ist hier was? Okay, das hatten wir alles schon mal. Der Hausmeister ist zum Glück auch nicht mehr da, der hat mich jetzt schon wieder erschrocken, der Kerl. Baron News. Hacking Ring apprehended, subversive software confiscated. Ja, wir kommen hier nicht raus. Frage ist, sollen wir nochmal ins Tattoo-Studio oder ist das Vieh noch da? Hallo? Der Hausmeister? Hey. Is everything alright? Oh. You don't mind the rain? It burns. Sometimes. Vielleicht war er das der Mörder. This helps. Not tonight. Do you know who owns the tattoo parlor? Dad. What? He lives here. In this building. It's 105? Nee. Jack. Guards. Apartment. Do I know? Second floor. Thanks. Don't get your wires wet. Need to get out. We will. Das weiß ich, Freund, das weiß ich. Ich will mal kurz gucken, vielleicht. Er ist weg, oder? Er ist weg. Hoffe ich. Na gut, er ist wieder weg. Aber was nicht vielleicht doch der Hausmeister? Ich weiß ja nicht. Der ist ein bisschen auffällig. Die ganzen Vögel. Warum sind hier so viele Vögel, meine Güte? Doch nicht richtig. So. Schädlingsbekämpfung für eine gesündere Gesellschaft. Das hört sich irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen lächerlich an. Ich meine, Schädlingsbekämpfung, was sind hier die Schädlinge, ist die Frage, nicht wahr? Warte mal, komme ich überhaupt rein? Ja, ne? Über den Quergang und dann... Aha. Hey Vögelchen. Die haben überhaupt kein Problem damit, hier durchzufliegen, kann das sein? Die müssten eigentlich doch diese Hologramme... als Objekte ansehen, wo man nicht gegenfliegen kann, oder? Denke ich zumindest. Benimm dich. Ja. Okay, also gerade gegenüber von hier. Bäh. Was hier aussieht. Du wieder, ne? Oh. Fuck you. Das würde ich sagen.
Ich glaube, hier war schon jemand. Yep. Und da ist Blut. Mach die Tür bitte zu. Das hat nicht so geil, wenn der Täter noch hier wäre. Das ist definitiv Blut auf dem Boden. Oh, Synchrosin. Synchrosin collected. Keine Beanstimmung gefunden. Aha, abnormale genetische Struktur entdeckt. Bäh. Was? Kann ich... Was ist hier los? Das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Ja, kein Wunder, dass mich das so an Layers of Fear erinnert hat. Das ist Layers of Fear, Leute. Nur in der Zukunft. Die ganzen Bilder hier. Ach, guck mal, das ist doch hier die von die Antwort. Der sieht aus, als wäre das voll fancy, was er da trägt. Oh, cool bearbeitet die Bilder, muss man sagen. Irgendwie auch ziemlich cool. Stylisch. WTF. Ja, gleich mal einen Stecker raus, Freundchen. Hast du deine Musik mal hier, ne? Ist das Lucifer? Ich kenne mich mit den Bildern nicht aus. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es sieht nicht sehr angenehm aus, dieses Bild. Wir sind schon wieder bei Layers of Fear gelandet. Was ist hier los? Ich will jetzt nicht malen irgendwas. Ich kann auch gar nichts machen. Hänge bei Seite 10. Da sind wieder diese Bildschirme, seht ihr? Nee, ich kann hier auch gar nichts machen. Also ich kann nicht mal meine Sichten einschalten. Ja, cool. Und jetzt? Ich kann hier nicht raus. Lecker Pralinen, schön. Nee, kann ich auch nicht. Das hier ist das einzig Moderne. Kann ich das vielleicht doch einschalten? Oh, kann ich doch. Das ist nicht wundervoll. Der Stuhl kann laufen. Er hat Stuhlgang. Oha, guck mal hier. Metallbeinchen dran. This is wonderful, Doktor. Why specialize in augmentation? To go beyond our limits. To realize our true potential. To usher in a new era. Big words. Some would say it's all about improving the patient's quality of life. Some need to think bigger than that. Our true goal should be to improve all of mankind. Each subject a step towards that goal. By subject, do you mean patient? What else would I be? Or were you being clever about my alleged lack of empathy? Okay. Okay. Where
fucking bastard! Ich kann nichts machen. Hügelchen! Was ist das hier? Ich meine, natürlich ist es immer ein bisschen von Nachteil, wenn man hier irgendwelche Implantate hat, die drehen auf einmal alle durch. Ich würde nur gerne wissen, wie das für jemanden hier läuft, der noch keine Implantate hat. Also wirklich ein implantatfreier Mensch. Das ist nicht geil. Okay, die Stühle sind gefährlich, oder was? Und die Couch, das ist alles antik. Da hat die einfach mal irgendwelche Sachen eingebaut. Kann ich das hier rausziehen, das Kabel? Zieh doch mal das Kabel jetzt raus, Mann. Ich kann leider auch keine Sicht einschalten. Ich kann nichts machen gerade. Ich kann auch nicht das Questlog aufrufen, also da könnte ich mir vielleicht ein bisschen was verabreichen. Den Cousin. Ah, ich will da nicht sein. Echt, das ist nicht vielleicht. Okay, ich kann nicht drehen, ich muss wirklich schieben das Ganze. Was ist das hier? So was wie Ghost in the Shell? Ich sehe das leider nicht so ganz, das ist mir ein bisschen zu Psycho gerade. Was? Ach komm, jetzt sehen wir, wie es zusammengebaut wird. Und muss wieder rein da. Okay, jetzt dreht's total durch. TF. Selena. Ach du Scheiße. Ist doch krank. It's rejecting the implant. What the fuck? Was ist das hier? Oh, hallo.
Kann das nicht greifen? Nee. Kann ich leider nicht. Ach, den Stecker wieder. Hallo? Gesehen? Was geht hier vor sich? Okay. Was ist das für ein Spiel? Der Affe. Er hat ihn einfach... Das hat man gar nicht gesehen, dass er das gemacht hat. Der war auf einmal einfach drin. What the fuck just happened? How did it get here? War er das? Matriarch, give me the duration of the last sequence. You were connected for 16 minutes and 43 seconds real time. 16 minutes? Am I losing it? Ach, wie kommst du darauf, Daniel? Du machst ja die ganze Zeit irgendeinen Scheiß hier. Focus down. Try to remember. Ich will selbst wieder steuern. Abnormal genetic structure detected. This blood doesn't match the victim's. Calibrated trace. Calibrating now. Calibration complete. Trace established. Bingo. Yes. Oder erstmal das Zeug rein, wollte ich gerade sagen, genau. Strain level decreased. Ist das Blut, ja, das blaue Zeug? Okay. Leute, ich hör mal auf hier, das reicht. Also, oh, es ist so verwirrend und. Ich guck mir den nochmal kurz an. Ist ja nicht. Allerliebst ist das. Hängen die Eingeweide ein bisschen raus. Allerliebst. Gut, Leute, danke fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, ihr lasst mir eine Bewertung da und schaltet wieder ein zu Observer. Wir sehen uns. Macht's gut.